Kære venner, lige folkens, lige freunde. Allerede det sidste år har I givet mig jeres til og udpeget mig som SSV's spidskandidat til landsvalget 2017. Det har jeg været meget glad og også meget stolt af. Og at jeg fra alle sider af partiet og mindretallet får så en god vind med på ryggen, det er jeg virkelig glad for. Mange tak for det, og jeg vil selvfølgelig også gøre alt for at leve op til den store tid, vi har givet mig. I dag skal altså beslutningen fra sidste år bekræftes formelt ifølge valgloven af jer. Og jeg vil derfor ikke gentage alt det, jeg sagde om min baggrund og mine værdier i sidste år. I kender mig og vil forhåbentlig, hvad jeg står for. Men tillad mig dog alligevel nogle forår om mig og mit om politikken. Mit virke i SSV har taget udgangspunkt i min indsats for frisisk sprog og kultur. Det er derfra min verden går. Men jeg har selvfølgelig altid også støttet dansk kultur og sprog i Sydslesvig, og det vil jeg også fremover gøre. En progressiv mindretalspolitik er vores partis DNA. Jeg er stolt over vores parti, som definerer sig selv som et mindretalsparti, og som har plads til forskellige kulturer og sprog i selve partiet. Jeg mindes mange af SSV's landsmøder med glæde, og især mindes jeg nogle landsmøder, hvor alle regionens fem sprog blev talt: dansk, tysk, sønderjysk, latysk og selvfølgelig også frisisk. In keinem anderen Bundesland findet man diese sprachliche und kulturelle Vielfalt, wo Deutsch, Dänisch, Sönerjysk, Plattdeutsch und Friesisch gesprochen werden. Für den Erhalt dieser kulturellen Vielfalt stehe ich. Als Friese ist es für mich unheimlich wichtig, dass diese kulturelle Vielfalt in Schleswig-Holstein erhalten bleibt. Und dafür, liebe Freunde, werde ich kämpfen und dafür werde ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Landtag auch politisch einsetzen. Er jegte nur genug zu dauern, er das Eis über den Orden Mühle und Longtheben. Auch wenn es mehr spricht, der Geruch der Öllislöhren jeft, und auch wenn es mehr und mehr zu schönst ist, dort weht an den mehr kulturellen Regionen Lade, Scheider und Mörder. Bei ihnen scheint es klar gewesen, dort Orden ist spreche von den Endkulturen leckberuchtig gewesen scheint, ja erst dann, als es Mühle longt. Erst wenn die drei Kulturen unseres Landes gleichberechtigt sind, haben wir unser Ziel erreicht. Das ist das, was uns schon in unserem ersten Parteiprogramm von unseren Gründern unseres SSW vorgegeben wurde. Und daran werden wir auch weiterhin hart arbeiten. Der SSW steht also für die kulturelle Vielfalt des Landes und dafür will ich mich auch in Zukunft mit eurer Unterstützung einsetzen. Die Gleichstellung der Minderheiten in Schleswig-Holstein muss immer der Ausgangspunkt der Arbeit des SSW sein. Aber auch, wenn mein Ausgangspunkt, genau wie euer, die Minderheitenpolitik ist, so ist es doch mein und unser aller Anspruch, dazu beizutragen, unsere Gesellschaft als Ganzes in die richtige Richtung zu bringen. Es ist als SSW unser politisches Ziel, ganz Schleswig-Holstein politisch voranzubringen. Wir wollen Politik für alle Bürgerinnen und Bürger machen. Und auch dafür stehe ich. Kære venner, lige folkens, jeg har stor respekt for den opgave, jeg bliver sat på, når jeg som spidskandidat er efterfølger til SSV's store politiske ledere, som Anke Spornholm, Karl Otto Meyer, Berthold Barnsen, Samuel Münchow eller Hermann Clausen. Men jeg vil, at jeg ikke står alene. SSV's politik er altid teamwork og fællesskab. Alene kan vi intet, men i fællesskabet er vi meget stærke. Det har vi vist gang på gang i vores historie som mindretalsparti. Liebe Freunde, als Westküstenmensch, das sowas überhaupt, ich bin wahrscheinlich einer, bin ich ein typischer Schleswig-Holsteiner, der sturmerprobt ist und sich auch bei Gegenwind nicht so leicht umpusten lässt. Das gilt übrigens auch für Anke in der Regierung und für Jette und Flemming in der Fraktion. Wir haben klare Werte und politische Haltung, die ich auch verteidigen werde und auch nicht unter Druck aufgeben werde.
Nur gemeinsam und mit Einigkeit werden wir die kommenden Herausforderungen bestehen. Und ich bin bereit, politische Verantwortung für den SSW und für unser Land zu übernehmen und hoffe, dass ihr mir euer Vertrauen schenkt. Zack vor Ort. Positiv.